Hallo ihr Lieben. Ja, so sieht's aus, wenn man Jelly Printing gemacht hat, dann ist das ganze Zeug einfach ganz schön dreckig und da klebt die Farbe drauf von vor über einer Woche. Ja. Ich glaube, den kriegen wir nicht ganz sauber, aber mir geht's darum, wie man diese Brayer sauber bekommt und ich hoffe auch, dass ich diese Platte wieder sauber bekomme. Und jetzt mache ich euch ein Ständerle. Wir sind hier in der Küche, wie man sehen kann. Und das probieren wir jetzt mal. Ich hänge mich gerade mal oben ein. So. Habe jetzt ehrlich gesagt auch noch nie gemacht. Und jetzt ist es gut, wenn wir ein paar Handschuhe tragen. Ich ziehe mir gerade meine Ringe aus, geschwind. Und ich ziehe mal meine Handschuhe an. Ich erkläre euch auch gleich, warum. Und wieso und weshalb. Also ich bin ja nicht der geduldigste Mensch, das wissen wir. Das heißt, ich mag das gern schnell. Und zwar so schnell, dass ich nicht das einweichen lassen muss, 3 Tage lang oder so. Gar nichts in der Richtung. So, und ich habe hier Orangereiniger. Den habe ich mir bestellt bei Amazon. Ich habe sowas schon mal gehabt, also von einer anderen Marke. Aber ich hoffe jetzt, mit dem geht es auch. Ich mache hier einfach mal gerade zu und ich lege das ganze Zeug einfach mal schon mal rein. So. Und die Schablone einfach dazu. Und jetzt geht's los. Also ich gehe da schon großzügig mit um. Also ich kippe das auf Deutsch gesagt direkt da raus und ich reibe das so mit meinen Handschuhen ein, dass da überall was verteilt ist. Und das machen wir jetzt mal als erstes. Mir verteile diesen Orangereiniger erstmal auf den Sache und gebe dem mal Chance, dass der arbeiten kann. Und das mache ich jetzt. Und dann gucken wir mal, was passiert. Bei der Schablone, da muss man natürlich aufpassen, dass man die nicht verknickt. Weil das ist ja ruckzuck, gerade wenn das so zarte Schablonen ist, dass da irgendwas dann sich nach oben abbiegt oder so oder kaputt geht, dann müssen wir einfach ganz bisschen vorsichtig mit umgehen. Also vorsichtig Schablönchen streichler. Und gucken wir nochmal, es fängt sich tatsächlich schon an zu lösen. Seht ihr das hier? Löst sich schon was. Also ich denke mal, ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir brauchen. Ich hoffe, wir brauchen nicht so ewig. Aber ja, ich meine, so gewisse Einwirkzeit braucht es natürlich. Und so ein Orangereiniger, den nehmt ihr ja normalerweise, wenn ihr den kennt, verdünnt natürlich. Darum habe ich jetzt hier Handschuhe angezogen, weil ich nehme ihn ja jetzt nicht verdünnt. Ich nehme ihn ja jetzt pur. Einfach. Weil ich halt ungeduldig bin, hoppala. Und jetzt gucken wir mal, ob sich da mal was löst. Es fängt schon an. Und das löst sich tatsächlich sehr gut. Also Lüfter ist vielleicht auch keine so schlechte Idee. Man hat jetzt Zwinnstoff. Ich mache noch Balkontür auf und so. Und ja, also mir geht es immer darum hier, dass die Rolle sauber ist. Da, wenn es jetzt da unten ein bisschen was ist, ja, da kann man auch da dran rummachen, dass es auch sauber geht. Aber mir geht es hauptsächlich um die Rolle. Also die ist schon mal sauber, wenn man die abwaschen. Und die da, jetzt löst sich's, geht auch. Also das geht wirklich dann innerhalb von ein paar Minuten. Etwas Geduld brauchen wir natürlich. Und ich denke, je mehr ihr da Farb drauf hin, also als ich das letzte Mal gemacht habe, da war da ganz, ganz dicke Schicht hier auf meinem Brayer drauf. Also wo ich diese Jelly Print Versuche gemacht habe, das letzte Video von mir, da waren die ja sauber, aber davor waren die total dreckig. Also da war er wirklich, da war Farb drauf. Also von mehreren Sitzungen und das hat sich tatsächlich gelöst mit diesem Orangereiniger. Das sehen wir auch öfters in amerikanischen Videos. Da nennen die das die in Amerika, was das heißt,
ich glaube, Murphy's Oil oder so. Das ist, glaube ich, fast das Gleiche, würde ich fast sagen. Und wo ich das immer gesehen habe, das ist auch so orangene Flüssigkeit. Dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt, ich habe doch auch so einen Orangereiniger im Schublädle stehen. Könnte man das einmal probieren. Und ja, ich würde mal sagen, das ist nicht schlecht. Also das muss nicht 300%ig bei mir wäre, sondern so 80%ig, das reicht mir. Und hier mit unserer Schablone. Ja, ich bin da zufrieden, wie das jetzt schon mal aussieht hier. Sieht man das? Hat sich schon der Dreck ganz schön gelöst, der hier. Sehr gut. Das macht man noch ein ganz kleines bisschen Kopfzerbrecher. Da will es noch nicht so richtig. Ich glaube, das braucht tatsächlich einfach noch eine gewisse Zeit. Das lege ich jetzt auf Zeit. Aber das spiele ich jetzt schon mal ab. Ich finde, das ist schon mal ein recht gutes Ergebnis. Also wenn man das solche, ich hätte jetzt mal vorher und nachher Bilder machen sollen. Das ist natürlich vergessen. Aber es ist mal nicht so übel, gell? Machen wir hier den Dreier an. Auch der. Der kann sich jetzt auch wieder sehen lassen. Ne? Ich finde, so ist okay. Sobald der, solange der, wenn der glatt ist wieder, dann funktioniert der auch wieder einwandfrei. Und der da, der war weiß, kann euch erinnern. Und jetzt ist er okay. Ich lege alles jetzt nur eine Weile ein und lasse es mal da drin Ruhe. Vor allem die Platte hier, die darf da jetzt ein bisschen in dem Orangereiniger dann noch baden. Und dann gucke ich da einfach später nochmal danach. Jetzt ist etwa 10 Minuten später. Ich habe nur Angst, dass mein Handy da reinfällt. Gucken wir mal, ob da noch irgendwas passiert ist. Hilfe, aber es geht. Und ich schätze mal, dass man so auch wieder irgendwelche Pinsel sauber bekommt. Die muss man da einfach wahrscheinlich mal eine Weile einlegen und dann wird sich da wahrscheinlich das eine oder andere aus so einem Pinsel auch noch lösen. Okay? So, sehen wir. Das hat jetzt ein bisschen mechanische Hilfe noch gebraucht. Aber sind wir zufrieden, oder? Das Wasser ist natürlich schon brutal streng. Eine Schablone, dann lege ich die Schablone mal da drauf. Kann man nämlich ja da mit dem Schwämmle auch mal ganz vorsichtig noch mal drüber gehen, damit sich da auch noch das eine oder andere löst. Jawohl, das funktioniert. Wie gesagt, ich habe immer nur Angst bei den Schablonen, dass sich da was Schlimmeres hochbiegt und dass das Schablönle dann kaputt ist. Und das wollen wir nicht. Aber sehen wir. Funktioniert einwandfrei. Der da. Oh, der hat aber noch gar nichts von sich gegeben. Aber da muss ich auch sagen, den kennen wir ja jetzt schon 2 Jahre. Also den haben wir nie sauber gemacht. Da ist ja Strukturpaste drauf von vor 2 Jahren und so. Gell? Ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen Zuwendung. Ich glaube, den lege ich mal ein bisschen ein. Tatsächlich aber, ihr seht schon, auch da kommt was runter. Internet. Oder der braucht einfach noch ein bisschen, wie gesagt, Zuwendung. Ich glaube, den tun wir noch mal ein bisschen einlegen.
Aber ich denke mal, das, was wir hier machen wollen, das da sauber zu kriegen, das hat ganz gut funktioniert. So können wir wieder weitermachen. Und die Schablone ist auch sauber geworden und das Brettle ist auch sauber geworden. Also, ich würde sagen, ein guter Tipp, probiert es mal aus. So, und hier drinnen, da darf jetzt unser kleiner Freund von gerade eben jetzt einfach mal sich ausruhen. Ich habe die Küchenrolle genommen, ich habe die drumherum gewickelt und ich habe den Orangereiniger drauf gekippt. Und ja, da warte ich jetzt einfach mal, ich weiß nicht wie lang, keine Ahnung, vielleicht gucke ich da heute Abend nochmal rein oder morgen. Ich meine, ein Versuch ist es wert, ansonsten, ich schaffe mit dem Kerl schon ewig, so dreckig wie er ist, ne? Aber wie gesagt, die Sachen sind sauber und da sind wir zufrieden. So, ich zeige euch aber irgendwann später, gucken wir da nochmal rein in das Tütle, ob da irgendwas noch passiert ist, gell? Also so eine halbe Stunde später habe ich ihn jetzt rausgeholt. Ich habe jetzt Kamera nicht angehabt, aber ihr seht, der Griff, da hat sich schon alles gelöst. Auf der Seite hat sich ein bisschen was gelöst, da hat sich noch gar nichts gelöst. Aber den wickele ich jetzt wieder ein und dann lasse ich den jetzt ein paar Stunden liegen und ich denke, das Ding wird sauber. Eben, das ist da durchtränkt, da wickele ich ihn jetzt wieder ein, machen wieder in die Tüte rein und dann kann das dann noch eine Weile vor sich her einweichen. So. Ich bin auch so neugierig wie ich. Ich bin super neugierig. Es ist jetzt 2 Stunden spät. Jetzt gucken wir mal, ob sich irgendwas getan hat. So. Unser Päckle. Gut verschnürt. Und wirklich. Okay. Das ist echt hartnäckig. Vorne geht nur ein bisschen was. Ja. Dahinter der Griff, der ist echt, da können wir zufrieden sein. Aber mir gefällt es mir noch nicht so. Jetzt komme ich mal mit härtere Bandage, mit dem Messer und guck mal, ob sich das löst. Kleine Kinder weggucken. Naja, also das ist wirklich richtig fest. Ich glaube, das können wir abschleifen oder so, keine Ahnung. Naja, es ist flach. Also ich denke, ich kann da weiter mit Spachtel. Also der Kerl hier wird uns noch ewig begleiten. Ich tue den jetzt wieder einwickeln. Und vielleicht löst sich doch noch was. Keine Ahnung. Aber so einfach, da geht es nicht. Also wie gesagt, das ist uralter Dreck. Da haben wir einfach ein bisschen Pech gehabt. Aber schadet ja nichts. Können wir das noch ein bisschen schön da einwickeln. Nur da vorne, dahinter sind wir schon zufrieden. Und ich lasse den jetzt liegen bis morgen.